Guten Morgen, 7:30 Uhr ist es und ich schwinge mich auf mein Motorrad, denn ich will ja weiter in den Norden kommen. Das Wetter ist nicht sonderlich berauschend, aber egal. Auf und Kilometer machen! So fahre ich der E6 entlang, die mich durch Mittelnorwegen bringt. Es ist doch recht kalt und zwischendurch braucht es einfach Tee zum Aufwärmen und ein Brötchen, um wieder Energie zu bekommen, denn ich bin doch schon 300 Kilometer gefahren. Nahe Trofors entdecke ich diesen beeindruckenden Wasserfall. Und dann ändert sich die Umgebung. Ich komme immer höher, mehr Schnee ist zu sehen. Und nach 537 Kilometern bin ich an meinem Ziel angekommen, nämlich am Arctic Circle. Ich hab's geschafft. No, non mi dire. Guardate chi ho trovato, l'amico di Fagania, che è arrivato qua. Jetzt gehe ich noch meine Freunde besuchen, meinen neuen, auch Afrika-Themenfahrer aus Italien durch Fagania. Die Gegend um den nördlichen Polarkreis oder auch Arctic Circle hat mich schwer beeindruckt. Und ich hatte Sonne. Es war wirklich wunderschön. Zu guter Letzt bin ich noch die 148 Kilometer nach Bodø gefahren und war mega happy. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da. Bis bald!